Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von MakerMarts und heute will ich euch zeigen, wie man Paspelbahnen selber herstellt und annäht. MakerMarts Sewing – Nähen mit der Maus. Kurz gesagt ist ein Paspelband ein zusammengenähter Stoffstreifen mit einer Kordel dazwischen. Das Zierband hat eher einen optischen Nutzen und wird zum Beispiel für Dirndl oder Kissen verwendet. Es kann aber auch für etwas mehr Formstabilität, zum Beispiel bei Taschen, genutzt werden. Paspelband kann man im Laden kaufen oder ihr macht es selber, zum Beispiel mit Jersey oder einem Schreckband. Ihr braucht die Stoffteile, wo ihr eure Paspel annähen wollt, eine Kordel und einen Stoffstreifen schräg im Fadenlauf zugeschnitten. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Ich verwende hier Baumwollstoff, den ich im 45 Grad Winkel zum Fadenlauf zuschneide, also schräg dazu. Das muss so sein, damit sich das Paspelband schön um den Stoff legt, vor allem bei Rundungen. Mehr zum Fadenlauf erfährst du auf meiner Webseite, die ich dir unten in die Beschreibung verlinke. Die Nahtzugabe sollte beim eingeschlagenen Schrägband 1 cm haben. Das heißt, in meinem Fall hat mein Band eine Breite von 3 cm und meine Kordel 3 mm. Wenn du ein längeres Schrägband benötigst, schneide dir mehrere Streifen herunter. Diese Streifen haben an ihren Enden ebenfalls einen 45 Grad Winkel. Lege die Streifen rechts auf rechts zusammen. Dabei sollten die Teile ca. 6 mm überlappen. Nähe von dieser Spitze zu dieser. Achte beim Zusammennähen darauf, dass die Nahtzugaben auf der gleichen Seite sind. Wenn du die Naht aufklappst, entsteht wieder ein gerader Streifen. Bügle die Nahtzugaben auseinander und schneide die überstehenden Ecken ab. Fertig ist das Schrägband. Wenn du lieber gekauftes Schrägband verwendest, bügle dieses flach. Dann legst du die Kordel in die Mitte der linken Stoffseite, klappst das Schrägband bündig zusammen und fixierst alles mit Stecknadeln. Mit dem Reißverschluss-Nähfuß nähe ich jetzt die Kordel an. Stelle die Nadelposition 2 bis 3 mm neben die Kordel, also nicht bündig. Mit einer großen Stichlänge von 4 bis 5 nähe ich die Kordel an. Ich verwende hier rotes Garn, damit es besser sichtbar ist. Ihr könnt natürlich farblich passendes Garn verwenden. Als nächstes nähe ich das Paspelband an unseren Stoff. Dazu stecke ich das Paspelband so fest, dass es bündig an der Stoffkante liegt. Die Kordel liegt dabei im Stoffinneren. Hier schneide ich ein Stück ab, um dir später zu zeigen, wie du eine geschlossene Paspel nähst, wo Anfang und Ende aufeinandertreffen. Dabei müssen sich die Paspelbänder etwas überschneiden. Nähe die Kordel an den Stoff. Dabei kannst du auf der gleichen Naht nähen. Lass am Anfang aber 2 cm ungenäht. Am Ende angekommen, stoppst du ca. 3 cm vor dem Ende. Trenne das Paspelband etwas auf und kürze die Paspel, sodass sie genau bis zu der anderen geht und nicht mehr überlappt. Biege das Schrägband nach innen und dann um die Kordel herum.
Nähe die fehlenden Teile an. Dann steckst du dir den zweiten Stoffstreifen fest. Nähe die Teile zusammen auf der Seite mit der Naht, aber dieses Mal so eng an der Paspel wie möglich. Dazu verstelle ich die Nadelposition nach links. So sieht die fertig eingenähte Paspel aus. Und fertig ist das angenähte Paspelband. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Abonniert meinen Kanal, um keine Nähvideos mehr zu verpassen. Tschüss, bis in 4 Wochen!